Okay, let's go, Leute. Los geht's. Falls der Ton zu leise ist, müsst ihr sagen, wir gucken jetzt erstmal und dann sagt ihr direkt, ob der Ton gut ist, okay? Let's go. Ah, oh, mir mal. Ja. Jeder Hase läuft Tinder auf meinen Arm. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Wie ist der Ton? Ich bin nicht so groß, aber ich bin größer als du. Sie flirtet mit jemandem. Ja, finde ich auch zu leise. Sehr gut, dann können wir lauter machen. Ich wollte euch jetzt nicht euer Ohr wegbumsen. Ja, begründet mich, Bart. Okay, okay. Ob er das er heute nicht spenden kann. Gebrochen, dass er heute nicht spenden kann. Ein anderer. Ist das laut genug für euch? 3, 2, 1, Knoblauch! Ist das besser? Ich kann mit Knoblauch, Soße und Eier essen, Bruder. Ja, bist okay. Oh mein Gott, die hat eine Mutter beleidigt! Ansonsten macht euer Handy bitte lauter. Kann auch sein, dass eure Handys leise sind, wenn jetzt ganz viele sagen, dass es perfekt ist und ein bisschen zu laut. Sonst bitte macht etwas leiser eure Handys, wenn es euch zu laut ist, ne? So, dass ihr gerade klarkommt. Weil ich glaube, für manche ist das gut so. War das gerade Memo von Monte? Keine Ahnung, ich habe jetzt erstmal auf euch geachtet, ob das leise oder laut ist. Jetzt gucken wir es nochmal von Anfang an. So, let's go. Die Lara! Was hat ich sie möchte gesagt? Nach diesem Video kein Kind mehr zeugen. Lan. Alter, los geht's. Viel Spaß, Leute. Nicht, meine Tochter so. Wenn du irgendwas kommentieren willst, musst du hier nur auf Leerzeichen-Taste drücken. Okay, dann kannst du was dazu sagen. Let's go. So, ihr wisst, wie der Hase läuft Tinder auf meinen Arm. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Ja, ich weiß, ich bin nicht so groß, aber ich bin größer als du. Sie flirtet mit jemand anderem. Ja, so. Oh. 3, 2, 1, Kaffee! Ich kann mit Knoblauch, Soße und Eier gerade die Soße beleidigen. Die lacht doch. Hi, Francis. Ich würde weiterlaufen. Warum weiterlaufen? Lieber Schlangebeine, weißt du auch. Schlangebeine? Ja. Lass es mit dem Süß sein. Was geht ab, Aschaffenburg? Ladies and Gentlemen, ich gehe nochmal nur mehr sicher, bis ich dieses Tinder hinbekommen habe, habe ich meine Organe verloren. Ich habe sogar Nieren gespendet. Ihr wisst, was zu tun ist. Weißt du was, ich glaube, er ist ein ganz lieber Typ. Ist er auch. Aber er hängt mit zu vielen Siff-Menschen ab. Ach, wirklich? Ja, ja. Wirklich? Das macht ihn kaputt. Ja, suck. Ihr seid zu leise. Ihr seid aber jetzt ein bisschen... Wir sind leise? Hey, ich bumse mir gerade mein Ohr weg mit meiner Stimme. Wir sind leise, also Leute. Wir sind richtig laut, hör mal. Wir sind unnormal laut. Kopfweh. Finde auch, er ist so... Und? Okay. Ja, aber ich glaube, das hat eher was mit den Leuten zu tun und mit dem Format, was er da raushaut. Ich sag mal so, ich glaube, aber man hört euch nicht. Ist er ein guter Mensch. Während lieber das Typ. Hört man uns nicht, während das Video läuft, weil wir werden sowieso immer stoppen und dann reden. Wenn das ja, ist okay. Man hört eure Reaktion nicht, ihr man seid hört so leise. Euch, okay, also wenn Engel sagt, man hört euch, die verarschen uns. Warte, weiter geht's. Ja, und genau, pusht alle Leute. Ey, Applaus einmal, komm. Boah, guckt sie euch mal an, Alter. Süß. Eine hübscher wie die andere, süß. Oh mein Gott. Gut. Und jetzt die uns nochmal Applaus. Ja, bitte mal, die Mädels. Oh, mal, hör kein Plikano. Oh, von Golo, Digga. Jungs, sind auch stabil aus. Boah, ihr wisst, wie der Hase läuft Tinder auf meinen Art. Aschaffenburg, Volksfest. Hi. Die ist süß. Stell dich mal vor. Die ist so sympathisch, ne? Wie? Lilly. Lilly, woher kommst du? Die hat sowas Reines im Gesicht. Kennt wahrscheinlich keiner, ja. Kenn ich, da wohnt ein Kumpel von mir. Hallo, Burak. Ja. Okay. Bist du Single? Ja. Dann bist du ja perfekt heute hier. Denn deine Aufgabe ist, mein Kind, diesen Typen einmal von oben bis unten abzuchecken. Check ihn ab. Er sieht aus wie ein Informatiker. Der ist auch schon. So, Lilly, Liza Minnelli. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Ja. Ja? Ja. Gefällt er dir? Mega. Was gefällt dir an ihm? Ne? Alles? Alles. Auch wie er lächelt. Ey, das ist aber voll süß. Hat sie gerade, das erste Mal hat jemand gesagt, mega, mir gefällt alles an ihm. Hä? Sind wir gerade im falschen Video oder was? Gütchen, du kennst diese Videos nicht, ne? Die beleidigen sie alle zu Tode. Keiner mag keinen. Alle aber die alle. Ist doch in Ordnung, Mann. Ich hab doch gesagt, die hat eine reine Seele. Ey, kein Plan, was ist plötzlich Nein, los? Die sind beide in Ordnung. Guck mal, wie glücklich er ist. Jasek. Ich ist hoffe, Informatiker. Die trollt den nur. Let's go. Na, das glaube ich nicht. Sexy, ne? Mega. Lächeln weiter. Sehr korrekt gemacht. Was sind deine Typen optisch? Dunkel. Aber trotzdem deutsch, wenn man das sagen kann. Okay, du hast es sehr korrekt gemacht. Wir hören uns die Meinung von drüben ab. So, Gigo, stell dich vor. Ich bin der Janis, 21. Ja, ich komme aus Bonn-Buch. Okay, du checkst ja auch ab, die Lady von... Keine Ahnung, aber Janis... Ich will wissen, wo er herkommt. Janis sieht schon ein bisschen knackig aus. Janis, du hast ich gesagt am Ende. Finde ich gar nicht geil. Wieso lass ihn? Das ist Frankfurt, Mann. Nein, in Frankfurt redet man so ich-dich und so. Ja, das ist normal. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Er wird Nein sagen. Ja. Ja. Ja, gesagt. Oh, wie cute. Oh, you're so sweet, baby. Oh mein Gott. Guck
Guck mal da hinten, guck mal, wie der guckt hier. Der kann das gar nicht glauben. Hier, das ist Aschaffenburg. Ja, so ist es. Ja, richtig glücklich. Weiter geht's. Oh, du bist ja auch der. Ja. Ach, stimmt. Ach, auch Entschuldigung. Bist du auch Single? Ja. Weil, er wird rot, Mann. Warte mal, machen doch Leute mit, die nicht Single sind? Hä? Was, wie wäre das denn? Ezra Edel of Wish. Das Aussehen, das Lächeln, die Augen, ja. Okay, es hat sehr süß angefangen. So sweet. Okay, sehr schön. Wir gehen eins weiter. Ich finde so Hi. Jungs, die gut erzogen sind, richtig cool, die sich auch noch gut artikulieren können und respektvoll sind. Frauen Stimmt, gegenüber. Das ist ja auch gar nicht Frankfurt, sondern Aschaffenburg. Ja, okay, das, ja, jetzt wird einiges klarer. Stimmt. Ja, übel viele, die vergeben sind, machen mit, Junge. Euer Ernst gerade? Ja, okay, bei Temptation Island machen auch Paare mit, ne? Und lassen sich verführen und so, aber egal, weiter geht's. Wie geht's? Gut, und selbst? Mir geht's auch gut, danke. Süß. Die Erste, die mich fragt, wie es mir auch geht. Woher kommst du? Auch aus Waldershof. Du weißt ja, warum du heute hier stehst, oder? Ja. Du checkst diesen Gigo, guck dir den mal an. Zahnspang voll sweet. Ja, aber ist doch süß. Ist doch gut. Ich mache mir vielleicht auch eine dran. Warum? Einfach so für den Flex, oder was? Ja. Frisch aus Afrika und unbesunden ab. Check ihn ab. Oh, cute. Ja, voll nice, dass du so in seiner, geile, ne? In seiner Dings gekommen bist. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Na, okay. Nein. Ja, aber nein. Ist ja ihre Meinung. Warum nicht? Würdet ihr da mitmachen, wenn ihr Single wärt? Ich muss auch ein bisschen lesen. Ja, aber wir müssen auch hören, was die sagen, okay. Ne? Sonst können wir nicht reacten. Das ist nicht mein Typ. Okay. Was gefällt dir nicht? Sein Outfit gefällt mir nicht. Ich weiß, dass es Tradition ist, ja. Aber gefällt mir nicht. No go. Nein. Kleider was sind deine? Leute. Was hat sie gerade gesagt, dass seine Kleider ihr nicht gefallen? Nein, sie wollte eigentlich nicht sagen, dass sie nicht auf dunkle Typen steht. Das ist eigentlich, aber hätte sie doch einfach sagen können, dass sie. Ich dass glaube, nicht sie wollte ihr ihn typ nicht ist. Verletzen. Aber zu sagen, seine Kleidung gefällt mir nie, ist auch ein bisschen weird. Ja, das sind halt Mädchen. Du musst hier reinreden, ne? Da ist, ja. Da ist kein Mikro. So. Typen. Breit gebaut. Okay. Vollbart. Breit gebaut. Ah. Vollbart. Wie sage ich sie am besten? Shisha-Bar Mehmet mit Wellensteinjacke. Ja, wie sagen wir es ihr am besten? AMG auf Leasing. Also es ist so. Erstmal mache ich weiter. Jasek, das ist gottlos gestoppt worden. Weißt du was? Sie tut mir so leid. Also, erstens, sie tut mir leid. Zweitens, sie ist echt ein süßes, sympathisches Mädchen. Naiv. Bis auf, dass sie gesagt hat, dass sie seine Kleidung nicht mag. Das fand ich ein bisschen oberflächlich. Aber das ist ja auch komplett oberflächlich hier. Ich hoffe einfach, dass sie nicht verarscht wird, aber ich sehe es irgendwie schon kommen. Also ich schwöre, AMG-Line und dann tanken die 10 Euro an der Tanke und Kühlschrank ist leer. Oder die können sich nicht mal Keks kaufen dann. Machen wir jetzt. Es ist nicht. Nein. Okay, wir hören uns mal die Meinung von drüben an, ja? Komm mit. Oh, Gigo. Ja, Bruder. Stellen Sie sich einmal vor. Mein Name ist Mamadou. Mamadou? Oh, süß, ja, Mamadou. Und ich komme aus Senegal. Senegal. Check sie mal ab von oben bis unten. Senegal. Ja, aber wenn sie schon gesagt hat, ich stehe nicht auf den, wird er jetzt auch sagen, ich stehe nicht auf sie. Nein, nein. Würdest du diese daten, okay. Kaffee trinken gehen, essen gehen? Ah, Bro, ich sag ehrlich, nicht mein Typ. Nicht dein Typ? Ja. Ja. Warum nicht? Sie ist sehr schön, aber eigentlich nicht mein Typ, weil sie nicht so groß, weißt du. Was, weil ich? Warum? Du bist sehr schön, aber du bist nicht mein Typ. Aber guck mal, er ist respektvoll. Ja, du bist sehr schön, aber du bist nicht mein Typ. Ja. Ja, ja, also, ist doch schön. Ist doch ja, das war voll sweet. Respektvoll. Das war, also er hätte war der das zu mir gesagt, hätte als ich mich überhaupt ihm. Nicht offended gefühlt. Ja, voll in Ordnung. Weil sie war oberflächlich. Nicht so groß. Okay. Nicht so groß, ja, aber er ist so klein, ja auch nicht groß. Ja, ich weiß, ich bin nicht so groß, aber ich bin größer als du. Was magst du für Frauen? Was magst du für Frauen? Was du für Frauen magst? Ich mag so Frauen ein bisschen dick. Oh, mashallah. Oh, er steht auf etwas korpulentere Frauen mit Fleischstrahlen. Lecker, ja. lecker. Da muss alles wackeln, hör mal. Und da musst du den Intimbereich suchen. Und dann... Was redest du? Nein. Den Bauch erstmal hoch. Spaß. Nein. Hilfe, es ist schnell ausgehalten, als ich dachte. Ah ja, sorry. Gülchen, es sind 196 Leute drin, das ist viel für Twitch, ne? Du, ich sah auch du bist mal jetzt, so ich aus. Weiß, du bist andere Zahlen auf YouTube gewohnt, aber das sind sehr viele Zuschauer. Ja, sehr viele Menschen. Sind. Bruder, ist das jetzt so schlimm gewesen, oder was? Hilfe, ich hab Angst. Hier mit dem hey. Aber Per, das Wort benutzen wir nicht. Das benutzen wir das nicht. Das sagt man aber nicht. Warte, was wurde gesperrt? Ich hab's nicht gesehen. Egal, besser so. Let's go, weiter. Ecke, kannst du auch Gülchen... Time on, das ist Spaß. Groß wie ich. Afrikaner lieben dicke Frauen. Ja, deswegen, aber sehr schöne Frau. Okay, sehr korrekt gemacht. Wir gehen eins weiter. Hallöle. Hi.
Wie geht's? Gut, und dir? Oh, stell dich mal vor. Ich bin Anna, bin 19 und komme aus Dieburg. Okay, Anna. Du weißt ja, warum du hier stehst, oder? Sie lächelt die ganze warum? Zeit. Ich glaube, ich muss ihm fragen, ob ich mit ihm auf den Weg gehen will. Du bist so sympathisch. Ja, ich check ihn mal ab von oben bis unten. Ja, okay, aber sind wir ehrlich, wie alt ist der, 15? Wie alt ist sie? Die ist so locker über 18. Ja, mit Milchbart. Also, man muss auch ein bisschen so Leute gegenüberstellen, die ein bisschen passen, oder nicht? Guck mal den Linken an, so. Er ist Security. Der hier? Ja. Okay, die sind alle Security. Ja, er auch. Alle, guck mal, der filmt alles. Mit Tasche von Mutter. Um sagen zu können, ich war bei Pump and Monkey, wieder hinten zu sehen. Aber es, ja, es sind halt Kinder. 19, wow, sieht aus wie 30. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Ganz süß. Einerseits ja, weil er halt schon mein Typ ist. Die hat kein BH an. Ich kann ihr sehr gut Cover empfehlen. Also, nee, das macht sie extra. Meinst du? Natürlich, in Dresden, ne? Weiß als ich da war, ich glaub, laufen alle so rum. Die sind so ein bisschen alternativ angehaucht mit Nipple Alarm. Finde ich jetzt so. Nicht so. Es also ist nicht so mein Ding. Sie ist eine kleine Rosinenschmuggler. Wobei ich sag mal so, es passiert schon manchmal, aber dann bist du nicht irgendwie in einem Video zu sehen. Wisst ihr, was ich meine? Also, weiß ich nicht. Wie so eine Pilze. Ja, okay. Er ist so eine. Ja, ich bevorzuge eher Cover. Das ist. Also, ich mag es auch nicht. Weiß ich nicht. Jeder, wer mag. Aber er sieht ein bisschen zu jung aus. Er sieht zu jung aus. Ja, hat sie recht. Aber echt sein Style feiere ich halt und so. Ja, also, okay, was gefällt dir noch nicht? Ich liebe Dresden, die Kappe by the way. Mir nicht. Die Kappe? Ja. Was stört dich an der Kappe? Was noch so? Und sein Schnurrbart halt. Sein Schnurrbart? Ja, ja. Also, ist halt nicht so. Also, sorry, an der Kappe. Kann er ja nicht. Also, dieser Junge sieht echt schön aus. Der ist echt hübsch. Das ist so ein Schönling, finde ich. Der hat eine wunderschöne Nase, schöne Augen. Seine Augenpartie sieht ein bisschen Sinan ähnlich. Der hat schöne, volle Lippen. Der hat ein schönes Gesicht einfach ich schwöre, und auch eine der schöne ist 13. Haut. Hä, das ist doch ein hübscher Junge. Also, er hat so im Rucksack Pudding drin. Aber er sieht halt tatsächlich aus wie 15, 16 so. Also ich krieg, also das schießt mir die Milch in die Brust, wenn ich den ja, sehe. Ja, so, er ist halt ein wie mein Kini, kleiner ne? Bruder halt so. So. Und sein Schnurrbart halt. Sein Schnurrbart? Ja. Ey, Jess hat dich in Dresden gesehen, aber sich nicht getraut, dich anzusprechen. Schade. Ehrlich jetzt? Oh, das finde ich total schade. Ja, aber okay, wir reden jetzt weiter. Ihr könnt später darüber reden. Ist halt nicht so meins. Nicht dein? Nein. Okay, was sind deine Typen? Blond, blaue Augen. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Und so Babyface. Babyface? Ja. Okay, korrekt gemacht. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Stell dich vor. Ich bin Serkan, 18, komme aus... Serkan ist mein Girl. Okay, krass, aber voll nice für ihn. Er hat ein Babyface, so wie mein Freund. Wahrscheinlich wird er dann auch mit 30 auf 20 geschätzt. Wird ja Egge auch ständig, der ist ja 30, wisst ihr alle. Aber der sieht halt unnormal jung aus. Also von daher, ja, Glück für ihn, voll nice für ihn. Nur gerade wahrscheinlich ein bisschen scheiße wegen Ladies und so, weil die stehen, glaube ich, nicht so auf Babyfaces. Nähe Darmstadt. Okay, Serkan, check sie mal ab, die Lady von oben bis unten. Aber ich glaube, der hat keine Probleme mit Frauen. Der kriegt bestimmt viele Frauen. Ich glaube, dass er die gut findet. Serkan, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. An sich ja. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Weil es hat schon bestimmte Gründe. Zum Beispiel, sie hat kein BH an. So, man sieht alles durch, feier ich nicht. Ah, okay. Guck mal, also ich würde schon daten und so. Aber zum Beispiel, du hast kein BH an und so. Das feiere ich jetzt. Okay. Ich sag mal so, jeder läuft so wie... Ist der sweet, ne? So... Er ist trotzdem nett dabei. Guck mal, er hat damit sagen wollen, du siehst gut aus, du bist eigentlich mein Type, aber es würde nicht auf etwas Ernstes hinausgehen, genau. Weil du siehst ein bisschen... Nur ein bisschen Bett. Okay, das hat er jetzt nicht gesagt, aber ja, wahrscheinlich. Aber er war trotzdem respektvoll, finde ich. Er hat das gesagt, Löchlein ist ein Löchlein. Okay. Aber zum Beispiel, du hast kein BH an und so, das feiere ich jetzt. Okay, ich sag mal so, jeder läuft schon, wie er möchte, und wenn es dir nicht gefällt, aber ist korrekt, dass er es so sagt. Ja, ja sonst geht eigentlich alles fit, aber was ich auch nicht feiere, zum Beispiel das Kleid, ist an der Seite offen, so. Digga, was soll sie anziehen? Aber sonst eigentlich schon. Und halt schwarze Haare, ich weiß nicht, das steht halt nicht jedem. Hellhäutigere Frauen stehen nicht immer schwarze Haare. Hier würden eher braune blonde Haare stehen. Also ich sag ehrlich so, wenn ich ihn auf der Straße sehen würde... Jammo Boy. Hey Jam. Hey erstmal, herzlich willkommen im Chat. Eher braune blonde Haare stehen. Also ich sag ehrlich so, wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, würde ich ihn auch nicht so ansprechen, so, weil sieht halt so jung noch aus und so. Also ich sag ehrlich, ich würde so freundschaftlich essen gehen, das wäre dann schon gut, aber mehr auch nicht. Was ist mit ihm? Ich glaube, die sind beide so cool. Der? Der hier? Oh, was geht, Treuer, alles fit?
Bruder, du hast ein bisschen zu viel gejudged, Alter. Du bist ja Vollbreit des Todes. Komm mal klar, Junge. Kann mir das gerade einer übersetzen? Bong und Eimer zusammengeraucht. Was hat er gesagt? Reuer. Reuer, was? Okay, ich bin dafür ein bisschen zu ungebildet. Hä? Was sagst du zu ihm? Ist schon hübsch. Hübsch? Geht auch schon. Dankeschön. Du bist auch schon. Du hast auf jeden Fall einen nice Körper. Dankeschön. Oh, der geht richtig auf jeden Fall. Nice Götter. Willst du ihn auch daten? Ja. Sie flirtet mit jemand anderem. Ja, so. Oh, fuck. Warte mal. Was ist hier gerade? Was ist da passiert? Was habe ich verpasst? Warte mal gerade. Ohne Scheiß, ich hätte den weggebannt. Warte, lass uns das mal ganz kurz analysieren, okay? Wartet jetzt. Was passiert hier? Sie flirtet mit jemand anderem. Okay, was macht er? Ja, so. Oh, guck mal. Was sagst du dazu? Guck mal, guck mal. Nein, Mann, so, Alter, die so, wollen ihn so sagen, Freundschaft. Macher, Löwe. Walla, Macher, Löwe. Er hat sich genommen, was er... Ich kann es mir nackt um den Bauch binden, damit du gar nicht zuhören, Alter, bei mir. Was denn? Wer denn? Das ist doch ein hübscher Mann gewesen. Der Kiffer doch nicht. Nein, Gülçin, was? Wir wissen doch nicht, ob das ein Kiffer ist. Das ist ein Kiffer, ich sehe das von 10 Kilometern. Nein, das ist ein normaler Mensch. Ja, du hast das Licht echt was kaputt gemacht. Du wurdest gerade aggressiv mit deinen Füßen, lass das Licht drauf. Also ich finde, das ist kein... Also, was denn? Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Hä? Ja, Egge. Ach so, bitte reacte nie wieder auf Pam. Warum nicht? Wieso? Ich will aber auf den reacten. Wir haben doch gar nichts gegen ihn. Hey, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Stream bitte immer mit seiner Schwester. Okay. Ich werde sie zwingen, Leute. Ich binne sie an. Wir haben doch gerade zu Pam im Morgen gegen ihr Schwester. Nein, weißt du, worüber er sich aufregt? Er möchte das Video gucken und ich rede ihm wieder zu viel. Wetten? Der wird das jetzt gleich schreiben. Junge, der kommt mit Heuer, was geht, Schnecke? Du sagst, er hat alles richtig gemacht. Jury, jetzt schlage ich sie, ne? Geh die Sekunde. Würdest du das auch geil finden, oder was? Ich wusste nicht, was Heuer heißt. Was? Ich möchte noch du weißt nicht, was Heuer ich heißt. Ich möchte nochmal seine Anmache hören, okay? Wartet. Bitte nicht jetzt hier auf mich drauf gehen. Warte, wir hören es uns nochmal an. Wir analysieren das jetzt. Wartet, jalla. Was ist mit ihm? Welchen? Der? Unella. Der hier? Guck mal, das ist ein hübscher Mann. Was ist mit ihm? Ja, bitte geh nach Hause, ich schwöre, ich kann nicht mehr. Das ist doch ein gut aussehender Mann. Sein Style gefällt mir jetzt auch nicht so doll, aber es ist doch also kein hässlicher Mensch jetzt. Wir können doch nicht lügen. Oh, es geht vorher alles fit. Hä? Was sagst du zu ihm? Ist schon hübsch. Hübsch? Geht auch schon. Weißt du was? Ich glaube, schon. Er hat nicht Schnecke gesagt. Er hat gesagt, vorher was geht. Alles fit. Oder nicht? Ich box sie gleich. Ich box sie gleich, Egger. Warte ab. Was denn? Ich hab doch nichts gemacht. Du hast auf jeden Fall einen. Ey, warte mal. Ja, ihr geht's gar nicht gut. Ich muss mal gerade jemanden den Moderationsstatus wegnehmen. Ja, warum machst du mit ihm so? Nein, mach mal Spaß, weiter geht's. Benimm dich. Letzte Warnung. Nice Körper. Dankeschön. Oh, der geht richtig auf jeden Fall daten. Ich würde dir auf jeden Fall daten. Ja, Mann. Willst du ihn auch daten? Okay, er treu, das ist mein Gesicht. Sie flirtet mit jemand anderem. Ah, oh, Mann. Ja, so. Wahrscheinlich kennen die sich so. Oh, ja, die wollen das kennen, die kennen sich. Was sagst du dazu? Guck mal. So, aber was hier ist sie sagt freundschaftlich essen, aber dann macht sie hier so. Weißt du, was ich meine? Das ist dann wiederum auch nicht korrekt. Ja, guck mal, ihm würde ich so richtig daten, halt nicht so freundschaftlich. Wie kann man denn jemanden freundschaftlich daten? Ist das dann Freundschaft plus oder was ist das dann? Hä? Zwischen Mann und Frau gibt es ab einem gewissen Alter leider nicht. Weil einer von beiden gibt's auch immer nicht. Mehr Sorry. Will am gibt's Ende auch nicht. Des Tages. Gibt's auch nicht. Gibt's nicht. Ihr könnt mir sagen, was er will einfach Loch ist gibt Loch. Gibt es nicht. Tüte über den Kopf. Könnt im Kindergarten gleich. Mit euren Freunden befreundet sein, aber später wird das problematisch. Aber warum ihn und nicht mich? Du siehst, guck mal, wenn wir nebeneinander sind, du siehst vielleicht aus wie so mein kleiner Bruder, weißt du, was ich meine? Aber es ist nicht auch. Böse gemeint, weil du siehst gut aus. Ja, aber das sagt man nicht, das verletzt einen Menschen. Nö, viele nein. sagen auch, dass er aussieht wie mein kleiner Bruder. Nein, ist alles okay? Das verletzt einen das verletzt Mann, das darfst nicht. Du niemals sagen. Du kannst ja sagen, optisch, ne, passen wir nicht zueinander. Ach, warte fertig. Mal, dass sie zu ihm sagt, du siehst aus wie ja, mein kleiner genau, Bruder, das verletzt nicht. Ihn? Genau, das verletzt ihn Ach auf jeden so, Fall. Das okay. kränkt ihm in seinem Ego und dadurch wird er ein Arschloch. Findest so. Du? Ja, definitiv. Okay. Der Charakter ist ja noch nicht mal verfestigt ja, bei dem kleinen Sorry, ich kann leider nicht so denken wie ein Mann. Deswegen, wir brauchen dich dafür, Gülçin. Du hast mehrere Perspektiven. Ja, ich hab ein bisschen Männer studiert. Okay. Du bist halt zu jung, sonst gerne. Aber warte, was sagen die anderen dazu? Hey, Jesus. Findet ihr es? Oh mein Gott, die haben an sein Ego ist wirklich gekriegt. Woher wusstest du das? Ja, ich weiß sowas. Jasek. Sieht aus wie ihr kleiner Bruder. Ja. Nein, jetzt muss er seine ganzen Jungs anheuern und jetzt beleidigen sie die. Genau so warte, wie warte, warte, wir gucken jetzt mal. Links Nihan bist du und Nihan. Links Nihan bist du. Na, ich bin und mit Nihan aufgewachsen. Ich weiß ganz genau, wie die ticken. Hä?
Du meinst Dings Gülçin, bist du und Nihan Cousins dritten Grad? Oder meintest du Ege? Du und Ege, ach so. Erstmal lesen, was man schreibt, bevor man abschickt. Warte, warte, ich will jetzt hören, was sie dazu sagen, okay? Aber warte, was sagen die anderen dazu? Hey, findet ihr euch aus wie ihr kleiner Bruder? Nein, Bruder. So, jetzt beleidigen sie. Nein, Bruder. Das ist schon mal keine Ausrede. Er ist halt die Größe, weißt du? Was? Die Größe ist halt. Er ist auch so groß, weißt du? Er ist so groß. Guck mal, ich bin 1,61, ne? Was soll ich mit jemandem? Ich meine, okay, wenn es jetzt charakterlich gepasst hätte und Egge wäre jetzt 2 Meter groß, was soll ich machen so? Aber wenn jetzt jemand kommt und er ist so groß, was soll ich damit? Also, was soll ich machen? Ich habe Jam mit 11 Jahren Dings machen lassen. Was denn? MSN. Player Jam. Damals Frauen geklärt. Ich habe ihn dazu gebracht. Das ist echt ein sehr schlechten Einfluss auf diese Familie. Auf jeden Fall, ich finde Größe, das muss ja auch irgendwie, was ist denn mit hier? Das ist doch super. Mein Freund ist übrigens so groß. Also ich gucke also so. Sorry, aber das, so ein das passt super voll. Großer Mann ist doch nicht wichtig, Alter. Ist es auch nicht. Hauptsache der Tieren, Alter, mal, Robin, ist sapiosexuell. Robin ist echt groß, aber der wird später Rückenprobleme. Ja, der wird später Rückenprobleme. Ich mag das gar nicht, dass er groß ist. Ich hätte jemanden... Wie ich die Größe meines Freundes versucht zu rechtfertigen. 10 cm größer. Nein, also mir gefällt die Größe von meinem Freund sehr gut. Ich finde ihn groß genug und ich finde es auch super angenehm. Und ich finde Frauen, die also so 1,60 Kanaken, die einen 1,90 Kanaken wollen, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber ich finde kleine Frauen sexy. Ja, total sexy, aber... Ja, ich bin weißt leider du, groß. Setzt eure Prioritäten mal ein bisschen anders. Passt doch, Chris ist doch besser, oder nicht? Ich sag dir ehrlich. Warte mal. Also die Größe zeigt, ob ein Mann dich beschützen kann? Ach Mann, ey, hör doch auf, Alter. Ich kann euch alle beschützen. Also wenn man jetzt die Größe und die Kraft jetzt gleichstellen würde, keine Ahnung, dann müsste mein Freund ja 3 Meter groß sein. So viel Kraft hat der. Also so ein bisschen. Es sind halt Kinder, ne? Passen nicht. Ich finde, die passen nicht. Sie macht so auf braves Mädchen und so und er ist so 0815. Kennst du Amsterdam, diese eine Straße, Schaufenster? Was meinst du? So, jetzt warte. Machen sie also, die ich fertig. Glaub, pass auf. Was hat der gerade gesagt? Kennst du Amsterdam, diese eine Straße, Schaufenster? Ja, was habe ich zu dir gesagt? Die werden jetzt beleidigen. Oha, das ist normal. Also, okay, aber sie hat es auch provoziert, indem sie gesagt hat, er ist klein. Das wusste und er aber nicht. Er sieht aus wie ein Kind. Das wusste sie aber nicht. So, sie hat eigentlich, sie ist ja naiv und sie hat einfach nur geredet und wollte wahrscheinlich auch ein bisschen cool sein vor der Kamera. So, sie wusste nicht, dass das jetzt so ausartet. Und gleich wird sie lachen darüber wahrscheinlich. Wenn sie diese Videos kennt, dann weiß sie das schon. Also, wir waren auch Redline und hat Spaß gemacht, da einfach durchzugehen so. Aber ich habe auch darauf geachtet, dass ich die Frauen so jetzt nicht angucke. Gut aussehende Mädels, sexy Mädels sitzen da. Zumindest ich sag mal war so, das früher so. Also wir haben 2-mal Smash gesagt und ganz oft Pass. Und da waren sehr okay, viele dann, Frauen. Also so schön waren okay. die jetzt auch nicht. Aber früher war das nicht so. Früher waren da sehr schöne Frauen und die haben das auch neben dem Studium gemacht. Heutzutage wahrscheinlich. Weiter geht's. Was meinst du? Okay, warte. Also ich glaube, die Jungs geben mir da recht. 3, 2, 1. Kamera! Das habe ich gesagt. Aber ich achte nicht auf solche Kommentare, weil auf dem Niveau möchte ich nicht sinken. So. Und jetzt, sie lacht jetzt. Ja, aber sie hat gesagt, auf das Niveau möchte ich nicht sinken. Sie lacht jetzt, um das dann wieder, ne? So ein bisschen. Sie lacht eigentlich nicht. Sie hat gesagt, auf das Niveau möchte ich nicht sinken. Ja, jetzt muss sie ja ein bisschen grinsen lernen. Soll sie heulen oder was? Ja, soll sie heulen? Oh mein Gott, ihr habt deine Mutter beleidigt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, lauf sie so! Weißt du, vor dem Video sagst du mir, du willst mich daten und dann auf einmal sagst du so, dass wir uns gut verstehen und dann sagst du so, nein. Hä, die hat sich vor der Kamera klären lassen und von einem Marok, was für ein Niveau. Wir suchen auch gerade das Niveau. Aber wir sind hier auch nicht fürs Niveau, ne? Also uns war das schon irgendwie klar. Okay, weiter jetzt. Was passiert jetzt? Vor Video hast du auch gesagt, du würdest mich daten. Danach sagst du, ich sehe aus. So, jetzt wird er böse. Jetzt kommt alles raus. Die haben sich vor dem Video abgesprochen. Jamo, ich würde meine Tochter, ne? Stellt euch mal vor, eure Tochter macht bei sowas mit und ihr seht sowas auf YouTube. Puh, ganz dünn. Meine Tochter weiß noch nicht mal, dass die Welt da draußen existieren wird. Pass mal auf. Ich will zu Hause meine Heizungsrillen putzen. Das hat sehr viel mit Erziehung zu tun, glaube ich. Wir machen ja auch nicht bei solchen Formaten mit. Ich bin ganz, ganz böse. Also, okay. Und sehr streng bei sowas. Let's go.
Du so ma- doch. Alle haben gesagt, du hast Nein gesagt. Ich stand zu ihm und hab dir sogar gesagt, ey, guck mal, ich würde dich daten so, aber ich hab gesagt, was mich stört, deine Kappe und du schießt direkt, weißt du das schon eher? Ich hab nicht direkt geschossen. Ey, was will er aber hier? Der will sich... Er sieht aus wie so ein Average GTA-RP-Charakter, den sich so Kanaken erstellen, um im Internet richtig cool zu sein. Das ja, ist vielleicht so ein, lebt er den Charakter. Das ist so ein Carlos, so auf GTA. Naja, er ist ja noch ruhig. Der den ganzen Hombre sagt. Oh, ich schwöre, das ist Flair, Karotte. Flair die Karotte. Ja, er will wirklich ins Rampenlicht. Aber sein Style, sieht, also bis hierhin sieht es ganz cool aus. Ich mag deswegen die, lebe ich auf dem Dorf, Sermanur. Ich lebe auf dem Dorf, wirklich. Und das ist auch der Grund, warum ich niemals in die Großstadt... will, sonst kann ich die Kinder guck mal, nicht bändigen, Kinder oder? Sollte man im Dorf erziehen und dann sollte man sie rauslassen. Aber die sollten erstmal im Dorf groß werden, weil dann kriegen die gute Erziehung. Weiter geht's. Hab ich nicht. Denen ist die Meinung anderer wichtig so. Wenn zum Beispiel sein Kumpel sagt, ey, rennt, der rennt. Und das möchte ich nicht. Aber darf sie so? Eigentlich darf sie nicht so. Aber stimmt, sie hat gesagt, sie ist aus wie ein kleiner Bruder, aber mit größer. Er erinnert mich an meinen Bruder. Alter, die kiffen und kommen nicht klar auf ihr Leben, Alter. Dann raucht nicht. Sie sagt, ihr seht euch nicht ähnlich, aber dann, ja, Gesicht und so. Und wie beenden wir das jetzt mit euch beiden? Wir gehen essen. Okay, was ist jetzt passiert? Er hat einfach gesagt, dass sie eine Kachbar ist und bei Redline steht und jetzt sagen die gehen essen und umarmen sich? Krieg zu viel, Digga. Ich krieg einfach zu viel. Ich kann es keinem erzählen, was in diesem Video passiert. Wirklich, ich werde aggressiv gerade. Was ist das? Junge, was... Also entweder ist das alles gestellt oder die haben alle einen IQ von einem Toastbrot, Alter, oder beides. Freunde von mir wohnen auch in Berlin und die haben das schon öfter gesagt, dass Berlin nicht mehr so ist wie früher, ne? Gülcini ist einfach ich kann auf das absolut Schoß, verstehen. Ich war letztens in Berlin 2-3 Mal und das war echt Katastrophe. Guck mal. Sehr schade, so eine schöne Stadt gewesen. Guck mal. Ja, da. Der trinkt die jetzt einfach. Was ist das? Warte, was ist das für ein Fingerlan? Weißt du, was das für ein Zeichen ist? Warte, oh Gott, hilf mir. Weißt du, was das für ein Zeichen ist? Ja, ich weiß es, das passt gerade überhaupt nicht in dem Zusammenhang. Naja, wir gucken es nochmal an. Die haben jetzt sich umarmt. Was ist dann passiert? Das geht mir alles viel zu schnell. Moment. Ich muss das in Zeitlupe gucken. Ich schwöre. Was passiert hier? Okay, warte. Also, die gehen jetzt zusammen weg. Dann gibt es, glaube ich, einen Cut. Genau. Und dann kommen die wieder. Er macht so. Also so läuft das hier ab. Der ist selber schockiert, Lan. Er hat alles gesehen, aber er ist selber schockiert. Wenn er sogar geschockt ist, dann heißt das schon was. Das Ding ist, wir haben ja eben gesagt, das ist hier nicht Frankfurt, das ist Aschaffenburg, aber das ist irgendwie Frankfurt 2.0, finde ich. Schöner Aschaffenburg. Ist normal hier? Ja, normal. Die sind normal, glaube ich. Die sind jetzt unter die aus Versehen gekommen. Ja, okay. Die haben sich verlaufen. Die müssen zu ihren Eltern. Warte mal ab, ich will es nochmal hören. Was haben die jetzt gesagt? Warte. Schöner Aschaffenburg. Normal hier? Ja, normal. Aschaffenburg. Andere Welt. Ist immer voll. Ja? Ja, schon. Ja. Ich glaube, die ist auch ein bisschen voll, ne? Digga, alle, die normal aussehen, sind nicht normal. Ja, so klar. Was ist hier los? Krass, hallo, Katinka. Geht so. Warum? Viel zu viele Kennex. Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Die gerade die K-Bombe gedroppt. Du darfst das nicht sagen, du bist... Warte. Du bist keiner. Warte, vielleicht ist... Warte, wir wissen es nicht. Eine Sekunde. Ist sie? Wir wissen es nicht, warte mal. Die Jungs hier. Ja, geht so. Warum? Viel zu viele Kennex. Aber Mädchen, was? Viel zu viele Kennex. Was hast du gerade gemacht? Hä? Okay, darauf schau mal, wie sie schreit. Zweimal auf. Ey, die hat Eier, was? Was für eine Selbstverständlichkeit. Kennex. Das sind meistens die Jungs. Aber ey, guck mal, die sagen aber auch gar nichts, die Jungs. Ja, was sollen die sagen? Juckt die wahrscheinlich nicht. Die. Egal, ich sage es jetzt nicht. Wäre ich gesperrt. Also meiner Meinung nach, alle, die da mitmachen und sich daneben benehmen, haben falsche Erziehung genossen. Die wollen ja extra mitmachen, Leute. Die wollen sich ja zeigen, weil, weiß ich nicht warum, weil die ein paar Follower auf Instagram haben. Kanak ist keine Frage der Nationalität, sondern der Haltung. Ah, ganz dünnes Eis, da widerspreche ich extrem, denn Kanak ist ein abwertender Begriff, also war ein abwertender Begriff. Ja, Mensch. Nein, das kannst du komplett jetzt lassen. Nee, das würde ich jetzt, das ist auch ein ganz anderer Begriff, by the way. Wurde dann aber, genau wie sie es eigentlich benutzt hat, und zwar diffamierend,
gegen uns verwendet. Gegen Menschen, die aussehen wie wir. Das wollte sie ja. Und nur, wenn du jetzt ein blonder Jannis bist, der sagt, ich fühle mich wie ein Kanake, deswegen sage ich Wallah. Nein, bist du nicht. Kannst du auch nicht. Du kannst gerne Wallah sagen, bist trotzdem kein Kanake. Also wenn das Robin machen würde, ne? Weil du die Diskriminierung, ja, du erfährst nicht die Diskriminierung, die wir erfahren, aufgrund unseres Namens, aufgrund unserer Nationalität, aufgrund unseres Aussehens. Die Füße stillhalten. Tust du nicht. Deswegen, nein, ihr seid keine Kennex aufgrund eurer Haltung. Hört auf, Scheiß zu labern. Ist einfach so. Also, wurde von Oakhead. Nein, es ist auch nicht so krass. Abla siesing. Was denn? Ja, aber nicht so krass finde ich Abla, also das Wort. Ich sag mal so, kommt drauf an, in welchem Zusammenhang es benutzt wird. Und sie hat es hier gerade, ne, despektierlich benutzt. Deswegen eigentlich uncool. Aber es ist ja nicht irgendwie sowas wie ein N-Mod oder so, um Gottes Willen. Es ist ja nicht so schlimm, mein Gott. Wenn er gesagt, halt so. Wurde von Oldhead SS-Menschen benutzt gegenüber Gastarbeitern. Ja, damit ist es eigentlich schon, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Mein Freund hat das eigentlich schon für euch erklärt. Robin darf vielleicht nur Wallah sagen, das war's aber auch. Aber das macht er auch nur, um mich zu provozieren. Ich sag mal so. Er ist Deutscher. Guck mal, wenn Robin jetzt unter uns sagt, ey, ihr seid richtige Kanaken oder so, dann sagt das Robin unter uns aus Spaß. Das ist wieder was ganz anderes. Ihr müsst das dann in dem Moment selber entscheiden. Genauso wie auch schwarze Menschen das entscheiden mit dem N-Wort in ihrer eigenen Bubble. Aber sobald das öffentlich wird, wie hier, dann ist es keine Entscheidung mehr, die diesem Menschen unterliegt, sondern es ist öffentlich. Und dann sage ich auch meine Meinung dazu, ich finde es asozial. Aber in dem Alter ist das nochmal was ganz anderes. Ist mir scheißegal, die soll erwachsen werden. In dem Alter waren wir auch ein bisschen asozial. Ist mir scheißegal, dann muss sie Erziehung genießen. Was habt ihr gerade gemacht? Wir haben uns auch beleidigt. Wir haben uns verabredet auf ein Date. Nächsten Samstag. Was hast du da? Bruh. Wow. Was meinst du? Ich meinte, was haben sie... Warte mal, wir verpassen die besten Teile. Sie mischt den Dschungel auf. Sie mischt den Dschungel auf. Sie mischt den... Welchen Dschungel hast du? Da ist ein Dschungel. Das war gerade auch ein bisschen... Nein, warum dann? Ach so, jetzt... Okay. Dschungel. Ich weiß, die mischen sich gegenseitig auf. Die sind schon auf demselben Niveau. Warum soll Saman nur neidisch sein? Auf was denn? Nein. Alpaisch, das sind andere interne, du kommst da nicht mit. Die haben ganz interne Gespräche. Konzentrier dich lieber aufs Video. Was meinst du, Bruder? Ich meinte, was haben sie gemacht hinter Kamera? In der Kamera? Lan amca sen nereden çıktın, Alter? Töbe yarabbim, der richtige amca lan. Frauen, Kinder zu Hause, Alter. Er ist so einer, ne? Er geht Bordell mit Kindersitz. Ich schwöre, so einer ist das. So, erstens, wir wissen komplett aus. Wir wissen das nicht. Weiter. Nur weil etwas... Dieses Stream ist so gottlos. Ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall. Aber ich habe euch gesagt, dass es gottlos wird. Es tut mir echt leid. Ihr wusstet es. Ich habe es in die Story geschrieben. Ich habe gesagt, meine Schwester verteilt Schellen. Ihr seht es. Erstens, wir wissen nicht, ob der Kinder hat. Zweitens. Kannst du bitte dein Handy ausmachen? Zweitens. Ja, ich muss ganz kurz tun. Marvin hat mir Sprachnachricht geschickt. Zweitens, das ist hier eigentlich nur zur Belustigung. Und drittens, ich fand den gerade voll lustig. Ich will den nochmal hören. Warte. Was meinst du, Bruder? Ich meinte, was haben sie gemacht hinter Kamera? Ich hab was haben sie gemacht hinter Kamera? Maschallah, er kann das Siebord. Ey, alle Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, sitzen. Warum? So, ich schwöre, der Freund von Jan, ne? Der kennt Jan schon seit 6 Jahren, er sitzt mich. Ich habe tausendmal gesagt, aber der sieht Renas, bitte sieht's mich nicht. Sorry, das macht mich aggressiv. Was denn? Wenn dieses Kind sie zu mir sagt. Letztens hat auch mich jemand gesiezt. Wo war das? Nee, das... Okay, geil, mein Gina stehen geblieben, weiter geht's. Die Kamera? Hier und das? Komm mal her, Gigo. Komm her, komm her! Nein, Gigo. Gigolo. Nein, die lassen nicht. Ich meinte, beide raus. Komm, Bruder, komm. Beide hinter Kamera, was haben sie gemacht? Also, was haben sie gemacht für, hinter Kamera? Ich hab mich getragen. Sag ehrlich, sag ehrlich. Was haben sie gemacht hinter Kamera? Hey. Wir müssen auch noch hören, was sie sagen. Nein. Leute, das Ding ist, wenn wir sprechen, wir hören das Video nicht mehr, weil wir uns selber sehr, sehr laut hören. Deswegen, ich muss immer stoppen. Ich will ja mitbekommen, was da passiert. Aber wir werden uns eingroupen langsam. Also, was haben sie gemacht für den Hinterkamm? Ich hab mich getragen. Sag ehrlich, sag ehrlich. Date. Nur Date, mehr nix. Noch nicht. Und wann machen was? Nein, du musst ehrlich sein. Wann machen was? Frag mal deine Frau, wann machen was? Geh diese Kerle, Alter. Bruder im Himmel, steh mir bei, Alter. Gut, warte. Okay. Ey, wir müssen was trinken, Lan. Ja, ich glaube, ich brauche auch was zu trinken. Das ist wie Anna, so ein... Anna. Ist okay? Ich meine nicht, das Equipment kaputt. Okay, Leute, also es ist... wir sind bei Minute 10, wir haben es gleich geschafft. Noch 2 Minuten. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Warte, ich kann nicht mehr. Es ist... Ich habe noch nie so viele... Soll ich einmal ein bisschen singen?
Nein, bitte. Achso, ja, kannst singen, wenn du willst. Mir ist egal. Damit du dich beruhigst. Ja, bitte sing was für mich. Lelele, sakine. Nire, gitting, tütüde. Nein, ich will es nicht mehr. Lass es bitte. Danke. Ich wollte noch cringer sein als er, Bruder. Nein, das geht, glaube ich, nicht. Obwohl, das war schon eine 9. Das war schon eine 9, aber er ist trotzdem eine 10. Okay, es geht weiter. Hilfe. Ich bin ein bisschen warm, ne? Ja, deswegen schwitze ich auch immer so. Dein Bart, ich habe gestern gesehen. Aber wollte dich sagen. Dein Damenbart. Kannst du das wegmachen? Das ist meine Schwester. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Asimus, du musst sie fragen. Also. Ich war einfach zu klein. Was willst du von ihm? Was willst du? Wir gehen auf ein Date. Einfach Date. Genau. Ohne gar nichts. Nee. Geht nicht ohne gar nichts. Muss zeigen. Ist deine Meinung, mein Bester. Muss zeigen. Muss zeigen. Wie, was muss zeigen? Boah, du bist so eklig, ja, Bruder, Alter. Du zeigst doch schon deine Memes, Alter. Guck mal. Ja, er zeigt dieser Rosinenschmuggler mit seinen Titchen, Alter. Was? Was hast du gerade gesagt? Der Rosinenschmuggler. Nein. Der Rosinenschmuggler. Ja, wenn du kleine Titchen. Ich kann nicht mehr. Ich will raus. Ey, Mama, ja, wir müssen gehen. Oh. Ich bin so gebannt damit. Ist Phil auch da drin? Phil ist nicht da, hoffentlich. Bitte, Phil, geh raus, wenn du mal, du hast nichts gesehen. Oh, trotzdem, du siehst sexy aus. Er ist mir ein bisschen zu alt. Ja. Mit sowas. Ich kann mit Knoblauchsoße und Aioli essen, Bruder. Mit Knoblauchsoße und Aioli ist ich kann das sowas Gleiche? Mit Knoblauchsoße und Aioli. Aioli ist doch dasselbe. Warte mal, er will sie mit Knoblauchsoße und Aioli essen. Warum? Aber warum? Hä? Was sagst du? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich sag ehrlich, also wenn ich ihn sehe, er könnte mein Vater sein, das ist mir zu alt. Er könnte sogar dein Opa sein, Babygirl. Eine Frage, wie findest du ich? Also von deinem Style siehst du gut aus, aber bist nicht mein Typ, weil du siehst echt alt aus. Dein Hemd ist immer gegoogelt, Mädchen, Alter. Hast du einen Knick in der Optik? Du bist auch so wie Elia, dass du dann so richtig empfindlich bist, wenn das Hemd nicht gebügelt ist. Ich mag sowas nicht. Es gibt aber auch Hemden, die sehen halt nicht ungebügelt aus. Ja, das ist nochmal was anderes. Das ist aber der Style. Aber das ist bestimmt kein Style, Bruder. Maximaler P, richtiger Gänger. Ja, gut, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht so sagen, du hast aber doch ja, gesagt, ist ja, glaub mir, ich schwöre mit Kindersitzler, er haut sogar Kindergeld auf den Kopf dort. Oha. Nächste, wir machen weiter. Älter, ja, natürlich, ich bin älter als sie, aber trotzdem, ich bin sexy. Warum bin ich hören und warum bin ich sehen? Was für dich, trotzdem nicht denken. Ja, ja, ich weiß, du denkst an mich, Brrr. Klar, jede Nacht. Bruh. Er hat Jugend. Mein Bester. Der ist schmieriger als schmierig. Mama, der ist richtig schmierig gerade. Lass uns ein bisschen klassische Musik. Ja, ich weiß. Regen Kamera, du sagst nicht, ey. Wie sprichst du eine Frau an? Wenn sie läuft auf er Straße. Dann so zu reden wie er. Du siehst das erste Mal und sie ist älter, zum Beispiel. Erstmal bei wie würdest ja, du ja, ansprechen? Mach mal. Machen alle. Allmanns machen das also, auch. Also, ja, das stimmt. Oder die schreien, weil sie denken, dann hört man das schon eher. Ja, ja. Oder versteht man das ja schon eher. Beine. Warum Beine? Warte, nein, warte. Ich will noch wissen, was er über sagt. Ist es gleich zu Ende? Noch eine Minute, das halten wir aus. Also, ich erstmal guck. Erstmal, ich guck Beine. Warum Beine? Weil ich will lieber Schlangebeine, weißt du, haben. Schlangebeine? Ja. Okay. Und danach Brust. Brust muss so sein. Ja. Ah, der Troll. Der Troll. Okay, so. Sprichst du, ja. Hi, Francis. Ich würde weiterlaufen. Sag warum weiterlaufen? Das ist too much. Ich mach gar nichts. Miki, du bist bei mir. Ich mach das auch mal Video. Das ist too much. Das Video ist an sich too much. Sagen. Aber also, ich finde das richtig gesagt, immer. Die anderen Mädels werden total ausgeblendet. Diesen so. Fokus. Weil sie auch mitmachen. Anna nicht mehr, oder? Nee. So. Das war, die hat doch schon gereicht. Die hat das ganze Video gesprengt. Lass uns mit dem Süß sein. Ja, bitte. Wie viele von euch werden dein Vater? Ich will keine Haji eine Stunde reden, muss kommen. Ey, was mach ich aber jetzt hier? Das war's ja, mit Aschaffenburg-Volksfest. Es war echt schwer, das hinzubekommen. Du bist der Schneekönig, Alter. Du hast wahrscheinlich ordentlich Lines gezogen. Schneekönig? Ja, ja. Ihr seid trotzdem. Ach, oh, scheiße. Ja, darum hab ich doch Schneekönig gesagt. Ja, okay. Krank. Was geht ab, Aschaffenburg? Das
Ding ist, guck mal, es könnten noch Kinder da sein. Ja, wenn du halt, deswegen Schneekönig. So Psychopharmaka nennst. Nian abla. Kobra nejdet. Jibayram lal kobra nejdet. Nein, die gucken wir uns nicht an. Warum? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das dann... Ist das gedingst? Warte, wir gucken mal gleich, ob das... Aber vielleicht mögen das die anderen nicht, weil das ja halt typisch türkisch ist, weißt du? Wie ist es als was sollen wir jetzt machen? Wir leben in einem Land, wo alles deutsch ist. Ja, also ich sag mal so, ich like das Video, weil es meinen Stream unterhalten hat. Also, ne? Und MLK Schluck. Oh, ich hab den gar nicht abonniert. Bin ja echt gottlos. Auf jeden Fall, das war ein sehr unterhaltsames Video. Und er war ziemlich nett. Wer denn? Monkey. Ja. No? Wie heißt der eigentlich? Ich kenne seinen, ich weiß nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall, ich finde ihn cool. Er macht sehr unterhaltsame Videos. Also finde ich jetzt. Also mich unterhält das. Über das Niveau kann man streiten, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so. Also, ist halt seine Berufung. Es geht jetzt hier nicht um Niveau, glaube ich. Ja, Hauptsache, er macht was, ne? MLK Schlick allein. Ja, finde ich auch. MLK Schlick. Fazit heißt er. Okay, Fazit, danke für das tolle Video. Hat uns unterhalten und... Ja, finde ich auch. Das Video ging auf jeden Fall noch. Ich habe nämlich ganz, ganz ekelhaftere Videos gesehen. Ich muss den mal abonnieren. Also dann sehe ich auch immer, ob der neue Videos droppt. Und dann können wir demnächst mal wieder auf ein neues Video von ihm reagieren mit meiner Schwester zusammen, wenn ihr möchtet.